Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu Kronfaktor. Hier suchen wir nach den echten Hintergrundgeschichten zu den als wahr angegebenen Geschichten von X-Faktor, das Unfassbare. Und während es sich bei einigen Hintergrundgeschichten tatsächlich um ungelöste und mysteriöse Fälle handelt, so beruhen andere Geschichten auf urbanen Legenden. Und wieder andere scheinen überhaupt nicht auf einem echten Fall zu beruhen. Wie wird das heute sein? Wir beschäftigen uns heute mit der Folge Der Revolver aus der ersten Folge der zweiten Staffel. In der X-Faktor-Folge Der Revolver wird die Nachbarschaft von einem Kriminellen heimgesucht, der Nacht für Nacht in die Häuser einbricht. Die Frau in der Folge, die große Angst vor Schusswaffen hat, bekommt von ihrem Mann einen Revolver, um sich im Fall der Fälle verteidigen zu können. Der Revolver hat jedoch eine Besonderheit. Er schießt nur auf böse Menschen, nicht jedoch auf gute. Danach fährt der Mann auf eine Geschäftsreise. Seine Frau hört dann in der Nacht komische Geräusche im Haus und greift zur Sicherheit zum Revolver. Sie verlässt mit der Waffe im Anschlag ihr Schlafzimmer und geht langsam zur Treppe. Plötzlich sieht sie eine dunkle Gestalt auf sich zukommen und drückt panisch mehrmals den Abzug des Revolvers. Doch jener Revolver schießt einfach nicht. Zum Glück, denn der vermeintliche Einbrecher entpuppt sich als der Sohn des Hauses. Vor lauter Schock fällt der Frau der Revolver aus der Hand und fällt zu Boden. Plötzlich lösen sich mehrere Schüsse aus dem Revolver und treffen dabei den tatsächlichen Einbrecher. Der Revolver schoss also tatsächlich nur auf böse Menschen. Ich habe mich in meiner Jugend schon gefragt, nach welchen Kriterien der Revolver denn entscheidet, wer gut oder böse sein soll. Und auch heute frage ich mich bei dieser Folge, ob der Revolver eine Art moralischen Kompass hat oder ob er es nach eigenem Gutdünken entscheidet, auf wen er feuert und wen er verschont. Und was ist, wenn jemand etwas Böses tut, damit aber etwas Gutes erreichen will? Steht der Revolver dann vor einem moralischen Dilemma und braucht erstmal Zeit für sich? Vor dem Hintergrund solcher Gedanken erscheint es umso erstaunlicher, dass diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruhen soll. Doch angeblich soll sie genau das, wobei bei der Auflösung nicht gesagt wird, wann oder wo eine ähnliche Geschichte stattgefunden haben soll. Vor einiger Zeit bin ich jedoch in einem Buch über etwas gestolpert, was der Geschichte von X-Faktor sehr nahe kommt und angeblich wirklich passiert sein soll. Zunächst erzähle ich euch den Fall und gehe danach ein wenig auf die Einzelheiten ein. »1980 brachen drei Langzeithäftlinge aus dem südafrikanischen Kronstadt-Gefängnis aus. Ihnen gelang es dabei, das Gewehr eines Wärters in ihren Besitz zu bringen, welches sich in einem tadellosen Zustand befand. Das Gewehr war geladen und einsatzbereit. Da die Polizei die Verbrecher unaufhörlich jagte, verschanzten sich diese in der Stadtbibliothek von Pretoria zusammen mit einigen Geiseln. Eine junge Frau unter den Geiseln nutzte einen unbeobachteten Moment und rannte schreiend in das Freie. Der Häftling mit dem Gewehr legte auf die Frau an und drückte ab, doch nichts geschah. Er betätigte den Abzug erneut, doch wieder schoss das Gewehr nicht. Dann verließen die Männer die Bibliothek, stahlen einen Wagen und rasten aus der Stadt. Auf einer Landstraße war dann der Tank des Autos leer und das Fahrzeug kam zum Stehen. Ein vorbeifahrender Farmer wollte helfen und blieb stehen. Erst dann fiel ihm die Häftlingskluft der drei Männer auf. Doch der Mann mit dem Gewehr hatte bereits auf den Farmer angelegt.
Und erneut verweigerte das Gewehr den Gehorsam und feuerte keine Kugel ab. Die Häftlinge sprangen aus dem Wagen und rannten los, wobei der bewaffnete Mann das kaputte Gewehr voller Wut auf den Farmer schleuderte. Der Farmer hob das Gewehr auf und drückte zweimal ab. Jetzt plötzlich feuerte das Gewehr zwei Salven ab und traf einen Häftling an der Seite und einen zweiten in die Schulter. Noch am Abend desselben Tages waren die Häftlinge wieder in ihren Zellen. So die angeblich wahre Geschichte. Laut dieser feuerte das Gewehr wohl nur auf Leute, die es in seinen Augen verdient hatten. Das Problem an dieser Geschichte ist nun, dass dort keine Namen genannt werden, obwohl dies bei flüchtigen Häftlingen eigentlich ein leichtes wäre. Das machte die Suche nach diesem Fall natürlich etwas schwieriger. Und zwar so schwierig, dass es beinahe zum Verzweifeln war. Ich machte mich zunächst daran zu schauen, ob 1980 eine Dreiergruppe aus dem Kronstadt-Gefängnis geflohen war. Das Problem hierbei ist jedoch, dass es dazu keine offiziellen Listen gibt, zumindest keine, die öffentlich einsehbar wären, weshalb diese Suche von vornherein zum Scheitern verurteilt war. So schaute ich nach der Geiselnahme in der Bibliothek. Dazu konnte ich in keiner Zeitung aus Pretoria oder Umgebung etwas finden, wobei es durchaus möglich ist, dass dies nur in den Lokalteilen erwähnt wurde, welche oftmals nicht online archiviert wurden. Also gab mir auch dies keine Antwort darauf, ob diese Geschichte wirklich passiert ist. Dann suchte ich nach paranormalen Fällen in der Region und im Zusammenhang mit dem Gefängnis. Dazu gab es tatsächlich einiges zu finden, jedoch nicht das, wonach ich eigentlich suchte. Tatsächlich scheiterte jeder Versuch, etwas über den Wahrheitsgehalt herauszufinden. Doch kurz bevor ich dieses Video quasi unvollendet vollenden wollte, fand ich dann doch noch etwas. Und zwar gibt es auf der Online-Zeitungsplattform African News ein Interview mit paranormalen Ermittlern. Diese sprachen über allerlei Geisterfälle in und um Pretoria. Quasi in einem Nebensatz sagte einer von ihnen, dass es auch einen Fall mit einer sehr eigenwilligen Waffe gab, die einige Todesfälle verhinderte. Mehr sagte er dazu jedoch nicht. Damit kann ich zwar trotzdem nicht sagen, ob diese Geschichte wirklich stimmt, doch zumindest fand sie in einem Interview anscheinend Erwähnung. Mehr war dazu jedoch beim besten Willen nicht zu finden. X-Faktor hat sich mit Der Revolver also offenbar einen Fall zum Vorbild genommen, der möglicherweise stimmen könnte. Sollte dies so sein, so kann ich es an dieser Stelle jedoch nicht beweisen, weswegen ich das Ganze jetzt einfach so stehen lasse. Und das war die wahre Hintergrundgeschichte zu der X-Faktor-Folge Der Revolver. Und ich kann sagen, X-Faktor macht es einem mit den Hintergrundgeschichten wirklich nicht gerade einfach. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Folgt mir gerne auch auf meinen anderen Social Medias, insbesondere Instagram. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal.